Hey Leute, herzlich willkommen zu Super Castlevania 4 für das Super Nintendo Entertainment System über meine Wii U. Kein Let's Play in dem Sinne, kein Gameplay in dem Sinne, sondern ganz einfach, ich spiele das Spiel so lange, bis ich zum ersten Mal den Game Over Screen sehe. Und das Spiel ist bei mir ein Weilchen her, also bin ich mal gespannt, wie weit ich es dann im Endeffekt schaffe. Und auf jeden Fall, das Spiel gab es glaube ich so bisher noch nie auf meinem Kanal, auch damals noch nicht. Ist ein sehr schönes Spiel, ich liebe das wirklich außerordentlich. Damals mega geil gefunden, auch schon allein der Soundtrack allein. Ja, und da dachte ich mir, das können wir einfach mal machen, da ich jetzt sowieso mal wieder dieses alte Format von mir aufleben lassen wollte. Damals hieß es noch Krawallerlei. Da habe ich dann auch Spiele so lange gespielt, bis ich eben gestorben bin oder wegen Game Over Screen gesehen habe. Ja, und nur jetzt quasi nochmal genau dasselbe wie früher, nur mit halt anderen Spielen selbstverständlich und halt nicht mehrere Spiele in einem Part, sondern einfach nur pro Spiel ein Video. Mit möglichst viel Mühe geben und Pipapo und du stirbst. So. Und ich habe ja auch schon, seht mal unbedingt bei Padauts Entertainment vorbei, die haben das Spiel jetzt, also der Nico und der Martin von Padauts haben ja das Spiel zusammen Let's Played und in einer Gear Let's Played. Und in der letzten Folge haben sie ja auch noch den Andi dazugeholt. Und ich muss echt sagen, ich fand es wahnsinnig schade, dass ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, als das aufgenommen wurde, glaube ich, noch gar nicht so viel mit Padauts an sich zu tun hatte. Also da kannte ich die Jungs auch noch gar nicht persönlich, jetzt mittlerweile schon. Und da muss ich halt einfach mal sagen, dass ich das echt schade fand, dass ich da damals nicht dabei war. Es gibt natürlich mehrere Castlevania-Teile, aber gerade dieser Teil hier ist mein absoluter Favorit. Zusammen, muss ich mal sagen, mit Symphony of the Night. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier schmeiße. Wie war das nochmal? Oh ja, mit der Schulter bist du okay. So. Ja, auf jeden Fall, ich werde, glaube ich, das Let's Play von Padauts in diesem Video verlinken, damit ihr euch das einfach mal ansehen könnt. Und ja, hat mich ewig lang davon abgehalten, Castlevania selber zu spielen. Darum halt jetzt dieses. Mal gucken, wie weit wir kommen, bis wir Game Over werden und nicht als volles Let's Play. So, hier müsste irgendwie was versteckt sein, genau. Der Doppelwurf, jetzt haben wir gerade diese römische 2 eingesammelt, die seht ihr gerade oben rechts. Damit können wir, unsere Items zweimal werfen. Das werde ich gleich mal demonstrieren. Ich spiele übrigens gerade mit dem Video Gamepad, darum hatte ich gerade so ein paar Macken irgendwie nach oben zu schlagen. Also immer hier so ein bisschen schräg habe ich gerade geschlagen, wie ihr gesehen habt. Das will ich nicht haben. So, ich glaube, ich kann mir einfach straight down vorbeilaufen, genau. Dann kloppen wir die mal so weg. Ja, wie gesagt, ewig lang her, dass ich das Spiel gespielt habe, also wenn ich gerade ein bisschen seltsam spiele, ja, dann liegt es einfach daran. Aber ich glaube, zumindest bisher mache ich mich noch ganz gut, ich kenne hier noch ein bisschen was auswendig. Putz! Zumindest vom Anfang her noch. Ich will nicht wissen, wie es gleich abgeht in Stage 2. So, den Moonwalk kriegen wir natürlich hin. War damals als kleiner Scheiße, als wir das Spiel damals bekommen hatten auf dem Super NES, war das extrem geil, das so zum ersten Mal zu sehen und halt auch hinzukriegen. Und ich muss dann immer so. Oh Scheiße, jetzt habe ich das natürlich weggeworfen. Medusa Heads. Ich schlage hier mal kurz straight weiter. Genau. So. Jetzt möchte ich hier. Das war übrigens doch ganz gut, dass wir die Zeit angehalten haben, denn jetzt können mich diese Medusa Heads mal kreuzweise. Denn diese komischen blauen Plattformen, die ihr da unten seht, die sind etwas im dunkleren, sage ich mal. Wenn man auf denen springt, dann drehen die sich und wenn man in dem Moment draufsteht, dann fällt man halt einfach mal eben in den Tod. So, man kann zwar über diese Plattform rüberlaufen, das geht, aber sobald da irgendwie so ein Sprung hintersteckt, dann ist man halt im Eimer. So, jetzt seht ihr das, hier kann man ganz mal vorbeilaufen. Würde ich jetzt drauf lang springen, denn wie gesagt, würde sie sich drehen und ich wäre tot. So, zack, da habt ihr das gesehen. Und hier sind wir schon beim ersten Boss. Na, ich hau einfach mal drauf. Na, okay, alles klar. So. Warum macht er das direkt zum Anfang? So, Mauli Mauli. So, jetzt kommt ja auch natürlich der Orb. So. Aber ich habe schon ziemlich viel Leben verloren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das früher mal hinbekommen habe, ohne auch nur einen Kratzer hier zu erleben. Bin mal gespannt, wie sich die zweite Stage macht. Achtung, Husten. So. Ach, schön, das kann man wegdrücken. Ja, Sequenzen interessieren uns hier in diesem Lauf natürlich nicht. So. Ich muss auch sagen, ich hatte damals so ein bisschen, falls ihr die Anfangssequenz dieses Spiels kennt, da hatte ich damals so ein bisschen Schiss vor, ne?
Hier mit der gruseligen Musik und dann den Grabstein, den man dann sieht und dann das Gewitter, was raufdonnert und dann Dracula quasi aus seinem Gefängnis befreit wird, ja. Hat mir damals schon so einen kleinen Schrecken eingejagt, genauso wie das Opening von Ghosts and Goblins, falls ihr das kennt, von Super NES, mit der Sequenz, wo man Sir Arthur mit der Eulen zusammen sieht und dann die Musik so auch total scary ist und dann der komische Gargoyle da aus Gargoyles Quest reingeflogen kommt durch die Scheibe. Das hat mir damals echt schon gut Schiss gemacht. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwie den Bumerang, weil der wäre jetzt hier im Zwischenboss echt angenehm. Aber naja, mal gucken, wie wir uns machen. Wow. Okay, da haben wir den Sterbi. Ach, ich vergesse das Vieh jedes Mal. Das ist unglaublich, ey. Ich weiß ganz genau, dass er da kommt und dann so, nö. Judy. Bereich 2 von 3 müsste es, glaube ich, sein. Oh Gott, nein. Okay. Die sind so ätzend, die Viecher. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie diese komischen Pflanzengewächsviecher da auf dem Boden heißen. Ich vergesse es jedes Mal. Die gibt es auch so gefühlt in jedem RPG Castlevania. Da habe ich wieder die Zeit angesammelt. Gut. Hießen die nicht Undine oder so? Oder Une? Irgendwie sowas. Hatten sie doch so einen lustigen Teufelsnamen. Die Viecher sind auch die Hölle. Die sind so ähnlich wie die Flohmänner. Ja, doch, Flohmann hießen die, glaube ich, genau. Die Äffchen. Ah, der Bumerang, sehr schön. Hier haben wir ein Hähnchen. Kommen wir hier hoch? Nee. Zack, zack, bui. Jetzt das Maul. So. Sehr schön. Ich glaube, wenn wir hier runterfallen würden, wären wir, glaube ich, instant tot. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Geld. Hier möchte ich rüberspringen. Es wäre natürlich schön, wenn es in diesem Teil schon so gewesen wäre, dass wenn man was einsammelt, das alte Item dann in dem Fall wieder auf dem Boden liegt. Aber ich glaube, das haben sie erst ab Symphony of the Night eingeführt. Wenn es da überhaupt noch so eine Items gab, ich weiß es gar nicht, mir ist auch schon wieder ein Weilchen hier. Denke ich auch mal ein Kandidat zum Let's Playen. Gar nicht mal so lange gespielt, wenn man es denn kennt. So. Oh. Naja, okay. Ja, doch recht simpel mit dem Bumerang, wie ihr gerade gesehen habt. Ein paar Treffer kassiert, die nicht hätten sein müssen, aber naja, was soll's. Stand ich ein bisschen zu weit vorne. Hände! Mudhunt aus Dragon Quest. Oh, ich habe, glaube ich, gerade ein Leben eingesammelt, also wird der Lauf doch vielleicht ein bisschen länger. Ah, jetzt haben wir wieder die wunderschöne Doppelwaffe. Zack! Oh, unverwundbar, das ist sehr schön. Jetzt hat das Wasser natürlich die Richtung gewechselt. Hähnchen, sehr gut. Hoppala. Na komm. Simon, so, sehr schön. Ach nee, da kommt ja noch ein Bereich. Habe ich total vergessen. Ich dachte, das wäre es jetzt schon. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Medusa-Typ jetzt schon der Endboss dieser Stage war. Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der nächste richtige Boss ist erst der komische Doppelkopfdrachen. Ja, da hätte ich gerade gegenlenken können, aber da das Level eh gleich vorbei ist, dachte ich mir, ich jump jetzt einfach mal durch. Die Fledermaus da oben hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Trotzdem sehr schön, dass ich die damit erwischt habe. Spürt nochmal zurück für den ganz coolen Effekt, falls ihr mir nicht glaubt. So, genau, das war Stage 2. Jetzt kommt Stage 3 in die Höhle. Tak, 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 tak. So, so, so. Ja, das war zu erwarten, dass mir das passiert. Hier gibt es auch ein paar ganz niedliche Gegner, genau, nämlich die böse Fledermaus. Die teilen sich immer so lustig auf. Ich glaube, das ist jetzt sogar schon die erste Stage, in der es so einen kleinen Secret-Raum gibt. Ich glaube, den werde ich noch zeigen in diesem Durchlauf. Hier habe ich fast nicht gesehen, weil ich mich gerade auf die im Hintergrund fixiert habe, besser gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier instant stirbt, wenn man auf die Stacheln fällt. Ich möchte es aber auch ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. So, so. Zack, zack, zack. Und hier müsste das... Hier ist es. So ein kleines Sekret. Ganz viele Herzchen. Was? Gibt es, glaube ich, insgesamt im Spiel 3 oder 4 von diesen Secrets? Sind aber, glaube ich, bis auf das letzte nicht alle so unbedingt der Rede wert. Zack, zack, zack. Es gibt übrigens noch eine römische 3, womit man dann quasi seinen Gegenstand dreimal werfen kann. Das ist auch sehr nur ätzlich. Bam, 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 bam.
Ja, und das Spiel ruckelt immer so schön. Damals nannte man das noch liebevoll Effekt. Unwissende nennen ja sowas immer schön Lag, ja. Obwohl das einfach nur ein Slowdown ist. So, hier müssen wir jetzt kurz warten, bis die runterfallen, denn diese komischen zwei Kieselbrocken, die da nämlich auch noch da danach so abprallen, hier jetzt gleich zu sehen, jetzt tun nämlich auch noch weh. Das ist Castlevania. Zack, zack. Oh Gott. Ich glaube, oh, jetzt haben wir die drei gefunden. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass man die schon so früh im Spiel bekommt. So. Jetzt könnte das Spiel langsam anfangen, mir kleine Sorgen zu bereiten. Ich bin gespannt, wie wir uns machen. So. Ich bin gerade erstaunt, wie gut ich denn doch mit dem Gamepad spiele. Ich mag das Ding ja eigentlich gar nicht. So, schwurgen. Genau, perfekt. Jump. So. Da kann man einfach stehen bleiben, denn unser Peitscher ist so mächtig, dass er über die Feuerwelle wegballert. Huch. Das wäre mir übrigens mit dem Super Nintendo Gamepad nicht passiert, was da gerade passiert ist. Da hätte ich den Sprung noch mitgenommen. Ballacka. So, schön drei Schläge. Es gibt natürlich zwei Peitschen-Upgrades. Ist mir gerade die Stimme weggefallen. Ich habe heute irgendwie wahnsinnig wenig getrunken. Ach, man kann sich ja doch einen Außensprung herausbewegen. Alles klar. Ah, da ist es mir schon wieder passiert. So. Oh. Das wäre es jetzt fast gewesen, ey. Ich wünschte, ich hätte mal so ein bisschen auf die Zeit geachtet. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie lange ich hier gerade schon dran sitze. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Video 2 Stunden lang wird. So. Genau, und ab jetzt wird's extrem beschissel. Genau wegen diesen Dingern einmal. Und wegen diesen Dingern. Okay. Und wegen diesen Dingern natürlich. Die komischen Augen aus Zelda 2 eigentlich. Wow. Na. Ja, natürlich. So. Ein Hühnchen wäre mal nett. 1, 2, 3. Oh Gott, da ist auch noch eins. Bitte lass mich das noch. Danke. Okay, Wunderbärchen. Guck mal hier nochmal. Extra für euch. Huch. Na, erstmal so. Und jetzt hier. So. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Und die 3 ist dadurch auch noch weg. Ist ja wirklich sehr, sehr beautiful. Ach, so ein Scheiß. Oh Gott, nein, du spritzt mich nicht an. Das Vieh. Und schreibt mal auch in die Kommentare, wie diese Viecher heißen. Auch das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das Wasser tut nicht weh. Doch, tut es. Cool. Okay, das war der erste Tod. Wie viel haben wir noch? Wie viel Leben? 4. Okay. Gut. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geben wir uns mal wieder ein bisschen Mühe. So, einmal, zweimal, dreimal. Hä? Okay. Ist das hier random, was hier abgeht, oder was? So, jetzt habe ich, glaube ich, nur ein Peitschen-Upgrade. Ja, natürlich. So, jetzt mal schön Herzchen einsammeln und alles ist natürlich weg. Gott, ich hatte so schön viel gesammelt. Aber eh scheißegal, denn unser Bumerang mit den Dreifachwürfen ist sowieso für den Arsch gewesen. Ich mache auch immer wieder denselben Fehler, aber auch einfach nur aus... Ich bin so blöd. Einfach nur aus dem Grund, weil ich denke, dass der Schlag, den ich dann da ansetzen will, der letzte ist. Also das ist quasi recht. Ja, also ich habe halt immer im Kopf, dass die ein bisschen weniger aushalten. Zack. Du nervst mich so ein bisschen. Guck mal, jetzt kommt er zum Beispiel gar nicht. Der Tod war total sinnlos gerade. So, dafür hier nochmal. So. Alrighty then. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, das hier
tötet übrigens alle Gegner auf dem Bildschirm. Es ist nur immer ganz toll, dass die Dinger so positioniert sind, dass gerade maximal ein Gegner auf dem Bildschirm ist. So. Ja, ja. Okay. Du kannst den Knochen behalten. Das ist übrigens eine minimale Abkürzung, ja, wenn ihr auf so eine Leiter, wenn ihr auf so eine Treppe raufspringt, die nach aus dem Bildschirm rausführt und schon mal nach, und in dem Moment so nach oben haltet, dann seid ihr quasi instant auf dem nächsten Screen. Was haben wir hier drin? Okay. So, den nehmen wir natürlich mit, weil er sich exakt in dem Moment, in dem wir natürlich auf die Treppe rauf wollten, uns runterballert. Wobei, ja, jetzt lässt er natürlich nur große Herzen fallen. Arschloch. Boah, der hat mir schon wieder viel... Das ist... Willkommen in Castlevania, warum sind da zwei? Okay. Habe ich jetzt gerade nicht so wirklich verstanden, dass sie auch noch so dicht aufeinander gefolgt jetzt gekommen sind. So. Ja, ist ein bisschen schade. Normalerweise bin ich eigentlich wirklich ein bisschen besser in dem Spiel. Aber naja, wenigstens habe ich... Ey, okay, jetzt reicht's langsam. Aber sicher. So. Ja, normalerweise bin ich wirklich ein bisschen besser in dem Spiel. Ich weiß nicht, was das hier... Oh Gott, ja, hier stürzt der Boden ein, das habe ich vergessen. So, jetzt habt ihr das wieder gesehen mit der Treppe, was ich vorhin meinte. Okay, so. Ey, man muss ich das verstehen? Jetzt ist hier kein Rabe oder was? Seit wann ist denn das Spiel so random? Ah ne, der kommt erst da oben. Okay. Der lässt jetzt natürlich wieder nur fette Herzen fallen. Genau. Okay. Das geht mir gerade wahnsinnig auf den Sack, lieber Zuschauer. Der ist auf einmal auch weiter vorne als sonst. Das hätte gerade auch fast wieder geklappt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da wurde mir gerade ein Knöchelchen hinterher geschmissen. Ja. In die nächste Stage möchte ich aber schon noch gehen. So, erstmal die Peitsche. So, so, so. Kannst mich jetzt mal am Arsch lecken? Ach, geht doch. Was war davon bitte das Problem, verdammt? So. Ja, das brauche ich jetzt natürlich nicht. Das würde er denn machen? Wollte er gerade in den Tod springen? So. Ich kann mal sehen, wie dämlich ich mich gerade angestellt habe, ey. Jetzt habe ich natürlich keine Items. Sehr schön. Na komm. Immer diese rumzitternden Drecksgegner. Okay. Ah, hier unten kann ich also nicht diagonal angreifen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass der Gegner hier so abruckelt. Ja, sieht doch gut aus. Okay, wunderschön. Gib die Kugel. Okay. Puh. Ich weiß gerade aus dem Kopf gar nicht, was jetzt für eine Stage kommt. Kurz überlegen. Nee, keine Ahnung. Ah ja, okay, jetzt weiß ich es wieder. Eine Mode. Na, sage mal, ich habe nicht den vollen Peitschen. Kannst du da jetzt? Danke. Ich habe, glaube ich, nicht den vollen Peitschen ab. Langsam werde ich ein bisschen sauer hier. Okay, nee. Ich glaube, so, jetzt aussprechen. Ich glaube, ich habe auch nicht den vollen Peitschen-Upgrade. Oder habe ich ihn doch? Doch, ich habe, ne? Was war hier mit denen? Genau, die reagieren, glaube ich, auch auf Sprung. Genau. Gibt später noch ein paar fiese Stellen. So, ja, genau, du kannst da oben bleiben. Achtet schön darauf, wie diese komischen Schädel in den Wänden mich verfolgen. So, hier, wuff.
Was habe ich da gerade eingesammelt? Ach, Pissbacke. Backpisse. Nein. Hätte gerne mal wieder. Die sind eh die fetzigsten. So, bei der Stelle hier muss man echt aufpassen. Im letzten Moment springen und sofort wieder weiterspringen, weil die Dinger, die drehen sich so schnell und wenn man nicht schnell genug wieder die Sprungtaste betätigt, dann ist man mal eben im Dreck. Ihr habt ja gerade selber gesehen, wie schnell die sich drehen können. So. Hier schön von unten. Zack. Alrighty. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so eine Stage ist mir wesentlich lieber als das, was wir... Oh Gott, wenn ich jetzt gestanden hätte, wäre es das gewesen. Ich habe kein Item, ich habe keine Lebensenergie, aber Hauptsache der nächste Boss kommt. Ja. Okay, das war's dann wohl. Naja, wenigstens sind wir bis Stage. Keine Ahnung. Kommentieren, abonnieren, channel und liken, wenn euch dieses Format gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss.